Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nicole Jansen und heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses super süße Set ganz einfach selber macht. Und so sieht das dann fertig am Pferd aus. Beim letzten Mal haben wir die Bandagierunterlagen gemacht und heute im zweiten Teil möchte ich euch zeigen, wie man die Bandagen macht. Ich nehme jetzt mal fertige Bandagen, nicht weil ich nicht in der Lage bin, ein 3 Meter langes und ca. 15 cm breites Stück Stoff Vlies auszuschneiden, sondern weil ich im Moment keinen weißen Vliesstoff habe. Deswegen nehme ich die und da überlege ich mir jetzt, wie ich den Sternchenstoff anbringen soll, ob ich da so einen ganz breiten Streifen machen soll oder einen schmalen Streifen. Ich entschließe mich dann im Endeffekt für den schmaleren Streifen. Ich mag das aber nicht so gerne, wenn dieser Klett so lang am Bein absteht. Also das nervt einfach. Ich möchte, dass der Klett mit dem Vliesstoff abschließt und deswegen werde ich den abtrennen. Dafür habe ich dieses grüne Tool hier im Hintergrund benutzt. Das ist total super, um Nähte aufzumachen, ohne irgendwas kaputt zu machen. So, und damit der Klettverband jetzt auch gut mit dem Stoff abschließt, muss ich den natürlich dreieckig zusammenschneiden. So habe ich mir das jetzt ungefähr überlegt, wie das aussehen soll. Also am anderen Ende bis zum gegenüberliegenden Klettstück. Hier sieht man, wie ich das aufgetrennt habe. Die Werbung, die da angebracht war, habe ich natürlich auch abgetrennt. Da muss man das noch dreieckig zusammenschneiden und dann von drei Seiten an die Bandage annähen und die Spitze vorne freilassen, weil ich habe mir überlegt, dass es süß aussieht, wenn ich den Sternchenstoff noch so an der Spitze mit umschlage. Also nicht wie hier gezeigt über den Klett, sondern natürlich unter den Klett. Also einfach so mit einschlagen, dann, wenn man den Sternchenstoff oben drauf dann festnäht, dann ist die Spitze von dem Klett auch direkt gleich mit festgenäht. Und das geht ganz einfach, super schnell und so sieht es dann fertig aus. Ist wirklich nicht schwer und im nächsten Teil, im dritten Teil, zeige ich euch, wie man die Schabracke dazu macht. Und die Fliegenohren kommen dann auch noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.